Grüßt euch und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. In dieser Ausgabe möchte ich euch gerne das Setup vorstellen, mit dem ich all meine Videos, die hier auf dem Kanal erscheinen, schneide. Zuschauer haben mich danach vermehrt gefragt. Mehr dazu nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, wenn ihr nach einem Rechner sucht, dem ihr zocken möchtet, dann ist dieses Setup, welches ich gleich vorstellen werde, nichts für euch. Der Fokus bei diesem System liegt tatsächlich beim Arbeiten, Videoschnitt. Und jetzt erinnere ich mich mal ein bisschen zurück, als ich damals vor mehreren Jahren bereits schon mit YouTube angefangen hatte, dachte ich mir, obwohl ich gelernter Grafikdesigner bin und schon jahrelang mit einem Mac arbeite, ich brauche einen Windows-Rechner, ich investiere gut Geld, dann kann ich damit auch zocken, Videos schneiden. Nun hatte ich bei diesem zuletzt gekauften Rechner, wo auch der Prozessor kein schlechter und günstiger war, immer das Gefühl, dass wenn ich schneide, dass der Rechner überfordert ist. Und wenn das Projekt dann geschnitten war, manchmal auch nicht ganz sauber, weil die Übergänge von einer Videodatei zur nächsten einfach ruckelig waren, brauchte der Rechner gefühlt viel zu lange, um das Video zu exportieren. Ich rede hier tatsächlich von 4K-Aufnahmen. Ich habe schon sehr früh angefangen, 4K-Videos hier auf dem Kanal hochzuladen. Und irgendwann habe ich auch angefangen, wöchentlich Videos zu produzieren. Also musste ich irgendwas an meinem Workflow tun und das Ganze optimieren. Und Windows-User bitte nicht angegriffen fühlen. Es gibt wahrscheinlich auch perfekte Rechenmaschinen, mit denen man 4K-60fps-Videos exportieren kann. Und viele werden damit auch glücklich sein. Ich erzähle hier tatsächlich von eigenen Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Dann habe ich irgendwann das Schneiden an meinem MacBook Pro ausprobiert. Ich habe mir Final Cut Pro dazu gekauft. Das ist die Schnittsoftware von Apple. Mit diesem MacBook, was mittlerweile 4 Jahre alt ist, habe ich wirklich sehr viele Videos hier auf dem Kanal geschnitten. Man merkte aber nichtsdestotrotz, dass dieses Gerät irgendwann an seine Grenzen kam. Gerade was die Hitzeentwicklung angeht. Und der Lüfter des Rechners war unter Dauerlasten. Das hat man auf jeden Fall gehört und gemerkt, dass das System rein von der Rechenleistung etwas nach unten gedreht worden ist, wenn der Lüfter sehr laut am Rödeln war. Und letztes Jahr dann auf einmal die Neuigkeit, Apple hat einen eigenen Prozessor hergestellt und stellte neben den MacBooks letztes Jahr auch schon den neuen Mac Mini vor mit dem M1 Prozessor. Und dieses Teil hat alles verändert. Ihr seht dieses kleine Kraftwerk im Hintergrund. Das ist der Rechner, mit dem ich seit einem halben Jahr alle Videos hier auf dem Kanal schneide. Egal, ob es jetzt GoPro Hero 10 Black Footage ist, in 4K mit 120 Bildern die Sekunde, 5,3K mit 60 Bildern die Sekunde, Footage von meiner DJI R2S in 4K und 60 FPS. Selbst die 4K-Videoaufnahmen von meiner Sony A7 S3 kann ich problemlos mit dem Mac Mini und dem M1-Prozessor bearbeiten. Man hört keinen Lüfter, man merkt diese Schwankungen nicht, die ich noch mit dem Intel-Prozessor und dem MacBook davor hatte. Das Teil rennt einfach durch. Das Ganze kombiniert wieder mit Final Cut Pro. Wenn wir mal über den Preis sprechen. Die Basisversion vom Mac Mini mit M1-Chip kostet derzeit 675 Euro. Das ist die Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Natürlich, wenn ihr viele Videos schneidet mit den 265 GB, werdet ihr nicht weit kommen. Ich nutze aber eh schon seit dem MacBook an eine externe 10 TB Festplatte. Aber im Grunde von der Rechenleistung kann man für 675 Euro einen Rechner bekommen, mit dem man wirklich alle Videoprojekte umsetzen kann. Wenn ich überlege, mein Windows-Rechner damals 2500 Euro. Das MacBook Pro, das waren fast 3000 Euro, was ich dafür bezahlt hatte. Und mittlerweile gibt es ja auch schon die ersten Gerüchte, dass bald der MX1-Chip kommen wird. Einzig und allein, was ich zu bemängeln habe am Mac Mini, da sind die Anschlüsse auf der Rückseite. Ich brauche deutlich mehr, aber hier gibt es natürlich auch schon Adapterlösungen, die dann noch weitere Anschlüsse Typ C, HDMI, Kartenlesegerät und so weiter mit sich bringen. Also hier könnte es von meiner Seite noch ein bisschen mehr Anschlüsse geben. Genau diesen Rechner und die günstigere Version für 675 Euro habe ich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Was ich ebenfalls verlinkt habe, ist der Monitor, den ich mir dazu geholt habe. Und da Videoschnitt an erster Stelle steht, dachte ich mir, es muss ein Ultra-Widescreen, ein 21:9 her in 34 Zoll, damit ich dann in Final Cut Pro die Video-Timeline, also die Zeitleiste unten, schön breit und groß sehen kann. Man hat einfach den besseren Überblick über diese Zeitleiste in dem 21:9 Format. Um genauer zu sein, habe ich mir hier den ViewSonic 3481 besorgt. Schön gebogen, damit man beim Schneiden dann quasi ins Schnittprogramm und die Aufnahmen eintauchen kann.
Ein weiterer Grund, warum ich mich für den Fusonic entschieden habe, ist die Tatsache, dass hier Farben so getreu wie möglich dargestellt werden. Also ein Monitor, der Farben nicht getreu darstellt, verfälscht dann quasi das, was man letzten Endes im Druck wiederbekommt. Übrigens, der VP3481 ist vom Werk aus schon vorkalibriert und man hat so ein richtiges Protokoll, wo man das Ganze auch sieht. HDR10 wird unter anderem unterstützt. Wenn es um das Thema Aussehen des Monitors geht, gibt es hier einen Plus- und Minuspunkt. Mir gefallen zum Beispiel die dünnen Displayränder. Da bin ich ein Fan von. Sieht einfach cool aus wie diese fetten Schinken. Aber gut, heutzutage hat fast jeder Monitor dünne Displayränder. Und was mir im Punkto Aussehen nicht ganz so gut gefällt, vielleicht auch dem 21:9 Format verschuldet, es ist der mächtige Standfuß. Der nimmt super viel Platz auf dem Schreibtisch ein und sieht im Vergleich zum Rest des Monitors einfach nicht so stylisch aus. Da gibt es aus meiner Sicht deutlich schönere. Aber an dieser Stelle, ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht einfach eine Halterung besorge, wo ich den Monitor hinten an den Tisch schraube. Und mit diesen Worten, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und schreibt gerne in die Kommentare, was ich als nächstes vorstellen soll. Vielleicht ein bisschen tiefgründiger auf Final Cut Pro eingehen. Ich bin gespannt, auf was ihr Bock habt. Wir sehen uns, bis dann, ciao!